Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Fallout 1 in Fallout 4. Jetzt fragt ihr euch, wie geht das denn? Das erklären wir euch gleich. Das Ganze ist eine Demo, sie heißt Vault 13 und es ist tatsächlich ein Remake des allerersten Fallouts in Fallout 4. Das Ganze ist eine sehr frühe Version, sie ist sehr anfällig. Es gibt natürlich noch eine Menge Bugs, die das Spiel auch zum Einsturz bringen können. Und während wir jetzt mal starten, habe ich Nikola an Bord, der euch jetzt mal erklären wird, während ich mal so ein bisschen jetzt direkt schon mal reinstarte, wie ihr diese Mod installieren könnt, wenn ihr das auch machen wollt. Nikola. Ja, hallo zusammen. Vielleicht noch ein wichtiger Hinweis, das ist jetzt nur eine Demo, nicht der tatsächliche Release der Mod. Er wird natürlich noch ein bisschen gepolished, ein bisschen schöner gemacht. Aber was ich gemerkt habe, oder wir bei der Installation, dass es ein paar Probleme gab, wie man das Ding zum Laufen bekommt. Wir haben es jetzt über eine Mod-Manager gemacht. Geht bei dir alles? Ich glaube, du musst Enter drücken. Ja, mach ich schon. Erzähl mal weiter, ich kümmere mich. Okay, und vielleicht kannst du auch unten drauf drücken auf Confirm. Das geht ja, habe ich alles schon gemacht, Nikola. Alles schon gemacht? Erzähl einfach weiter. Okay. Wir haben dann uns ein bisschen durchgewurschtelt und wir haben einen Kommentar gefunden, der das alles erklärt, wie es richtig funktioniert. Also die Beschreibung von der Mod ist nicht korrekt. Also wie es auf der Nexus-Mod-Seite steht, sondern den verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Man muss zusätzlich noch neben Face, was ja der Script-Extender ist für Fallout, womit man dann überhaupt Mods spielen kann in Fallout 4, plus noch den Downgrade, der ist natürlich auch wichtig. Den haben wir ja für Fallout London schon gemacht. Ja, aber ganz kurz, das heißt, man muss die Spielversion nochmal runtergraden, weil das Next-Gen-Update das uns alles zerschießt, richtig? Genau, dann sonst diese... So, ne? Und das war uns wichtig, dass wir das einmal euch zeigen. Das kann natürlich auch passieren, dass Fallout mal abstürzt. So, das war von uns ganz bewusst eingestreut, weil jetzt natürlich die Frage kommt, was mache ich, wenn dieses Spiel abstürzt? So. Und da hat Nikola jetzt für euch auch eine Antwort rausgesucht. Nikola. Hat jetzt also einfach, man geht dann auf den Mod Organizer und drückt einfach auf Run und dann runnt es wieder. Exakt das. No? Das war uns wichtig, dass ihr das einmal auch seht, was passieren kann. So, im Menü muss man, und dann weiß man, dass man es einigermaßen richtig gemacht hat, diese Musik hören, die ihr jetzt hört. Wenn ihr die Standard-Fallout 4 Musik hört, habt ihr was falsch gemacht. Dann habt ihr eventuell eine falsche Version. Genau, dann ist sie nicht korrekt installiert, die Mod. Darum empfehlen wir auch über den Mod Organizer, das alles zu installieren. Das ist sehr zuverlässig. Plus Face, plus den Downgrade, plus, jetzt kommt's, die Address Library for Face Plugins und Backported Archive 2 Support System. Die beiden Mods braucht man auch noch dazu. Nur so hat es jetzt bei uns funktioniert. Spannung. Ja, ist alles gut, er lädt. Ihr seht jetzt nicht, aber direkt hinter mir sieht man den Ladebildschirm. So, wir machen es jetzt mal einfach ganz vorsichtig. Jeder Mausklick ist behutsam. Ja, sehr gut. Genau, das ist nochmal ein kleiner Warnhinweis, dass den Entwicklerinnen und Entwicklern bewusst ist, dass man das Spiel crashen kann, wenn man jetzt in dem Fall die Body-Option bei der Charaktererstellung in irgendeiner Form verändert. Das ist mir aber insofern egal, weil ich nehme jetzt einfach den Standardcharakter. Es ist eine Demo und mir geht es darum, das Spiel zu zeigen. Und dieser Editor ist sicherlich dem von Fallout 4 maximal ähnlich, sodass ihr das gar nicht sehen müsst. Deswegen drücke ich einfach Enter. Ach, weißt du, warum das vorhin nicht... Okay. So, alles klar. Wir reden da nicht mehr drüber. Und nehme jetzt den Standardcharakter. So, und was wir jetzt sehen ist, das Skillsystem ist eher wie Fallout 3. Und ich kann euch gar nicht genau sagen, wie es bei Fallout 1 war, weil ich bin ja erst 28 Jahre alt und das Spiel kam halt raus vor meiner Geburt und deswegen habe ich das nie so gespielt. Aber das hier kenne ich auf jeden Fall so von Fallout 3. Bei Fallout 3 ist es so gewesen, wenn man jetzt Intelligence nimmt, dass man nicht nur schneller levelt, sondern dass halt die Anzahl der Punkte, die man später für die unterschiedlichen Skills ausgeben kann, erhöht wird.
sodass es bei Fallout 3 mega wichtig ist, zu sagen, ich gehe direkt mit 9 Intelligence rein, hole mir dann den Bobblehead, der mich auf 10 Intelligence bringt. Und dann bekomme ich die maximalen Punkte. Und bei anderen Spielen ist das zu vernachlässigen, weil es nicht ganz so wichtige Auswirkungen hat. Aber wir haben jetzt noch quasi einen übrig. Und den können wir jetzt einfach zum Beispiel in Charisma ballern, wenn wir sagen, wir wollen gewisse Dialogoptionen vielleicht bekommen. Ansonsten können wir im Laufe des Spiels da eh nochmal ein bisschen was machen. Okay, akzeptieren wir. Ach ja, ich muss ja meinen Namen noch eingeben. Aber Chat sagt es richtig, diese Skills, also dieses Special-System, die Anfangsbuchstaben, die gab es auch schon in Fallout 1. Also das gibt es ja. Ja, aber ich weiß nicht genau, wie die, welche also, Perks es da gab und wie das Level-System gestaltet war. Weil das hier, und das ist jetzt der Unterschied zum Beispiel zu Fallout 4, ist, dass ich jetzt hier diese, mir quasi jetzt noch so Special Skills ausbilden kann. Ich habe 3 insgesamt und kann die auf diese Skills verteilen. Da haben wir natürlich Barter, was klar ist, da können wir bessere Preise bei Händlern erreichen. Wir haben Big Guns, das heißt, steht ja auch da, Miniguns, Rocket Launchers, Flamethrowers, das sind halt diese Big Guns. Da sind wir dann besser drin. Da starten wir jetzt mit 5. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern diese Werte auch beeinflusst werden durch die Skillpunkte, die wir gerade verteilt haben. Möglicherweise hätte ich, wenn ich jetzt auf Intelligenz weniger Punkte hätte, auch weniger Punkte auf Science. Bin ich mir nicht ganz sicher, inwiefern das zusammenhängt. Aber was natürlich immer wichtig ist in Fallout-Spielen ist, es gibt Terminals und es gibt Schlösser. Schlösser kann man mit Lockpick knacken und Terminals kann man mit Science machen, glaube ich. Müsste Science sein. Und je schwieriger das ist, desto höher muss der Wert sein in diesen beiden Skills. Deswegen gehe ich natürlich jetzt mal mit Lockpick und Science rein. Alles andere ist auch wichtig, gar keine Frage. Small Guns natürlich, da kann man dann Pistolen, Submachine Guns und Rifles für nehmen. Finde ich immer sehr, sehr wichtig. Gerade zu Beginn hat man ja in aller Regel nur Pistolen. So, das ist schon nicht so schlecht. Repair fand ich auch immer sehr wichtig, weil bei Fallout 3 war das so, dass die einzelnen, also die Gewehre hatten so einen Haltbarkeitsbalken und man konnte dann 2 Waffen derselben Gattung oder auch Ausrüstung miteinander reparieren und hat dann eine verbesserte Version bekommen oder eine besser reparierte Version und je nachdem, wie hoch der Skill ist, desto besser funktioniert das halt. Deswegen ist es auch schon wichtig. Medicine ist wichtig, weil das beeinflusst, meine ich auch, wie viel Heilung ein Stimpak einem bietet. Und Stimpaks sind gerade zu Beginn halt auch sehr selten und kostbar. Deswegen ist alles wichtig. Aber es ist halt auch immer wieder, finde ich, bei so Rollenspiel die Speech wichtig. Gar nicht so unbedingt, weil man dann, ja, weil man dann nicht ballern muss oder so, sondern weil einem das eine Option bietet, die hat man entweder, man hat sie nicht. Wenn ich jetzt meine Punkte in Small Guns packe oder in Big Guns, kann ich ja vielleicht auch ein bisschen was durch Skill einfach kompensieren. Bei Speech ist es so, entweder ich habe eine Dialogoption oder ich habe sie nicht. Und ich mag bei Rollenspielen gerne alle Dialogoptionen haben, deswegen gehe ich hier auch nochmal auf Speech und entscheide mich jetzt dafür. Aber alles ist irgendwie cool. So. Dann haben wir hier noch wieder die nächsten Perks, die wir hier nehmen können. Bloody Mess kennt man, hat auch große Tradition. Da werden Gegner im Zweifel in einer riesigen Blutfontäne zerspratzt. Bruiser ist für Nahkämpfer, glaube ich, oder? Warte mal, a little slower but a little bigger. You may not hit as often, but they will feel it when you do. Your total action points are lowered, but your strength is increased. Okay, also weniger Actionpunkte, aber mehr Strength. Kommt auch darauf an, wie man spielt. Wenn man halt mit Vets spielt, sind die Actionpunkte auf jeden Fall super wichtig. You're more easily addicted to champs, but you recover faster from their ill effects. Okay, champ resistant, 50% weniger Abhängigkeitsgefahr, fast metabolism. Das heißt, wir sind nicht so resistent gegen Radioaktivität und Gift, aber die Heil-Items wie Stimpaks zum Beispiel, die haben eine größere Wirkung. You don't have time to aim for a targeted attack because you attack faster than normal people. You fire 20% more quickly, but your shots are 20% less accurate. Weiß ich nicht genau, ob das auch ohne Watts funktioniert.
More Critical Hits, ja, man kann natürlich versuchen, dann auf Critical zu gehen. Das ist... Ah, oh ja, hier. You have more innate abilities than most, so you have not spent as much time earning your skills. You gain plus one to special attributes, but you start with lower skill levels. You also earn less skill points each time you gain a new experience level. Ja, das finde ich, also Special Attribute sind super wichtig. Finde ich gar nicht so schlecht, aber man bezahlt das natürlich dauerhaft im Spiel. Mit jedem Level kriegt man weniger Skillpunkte. Das ist schon echt ein hoher Preis, den man zahlt. Fallout 1 war das tatsächlich ein OP-Skill, also den haben, oder Trade, den die meisten gepickt haben, so wie ich das erfahren habe. Gifted? Hab. Ja, das war so die OP-Option. Aber ich weiß nicht, wie es hier ist. Ja, also die Special Attribute, die Hauptattribute sind halt einfach super wichtig. Und wenn du jetzt 7 Punkte darauf bekommst, sind ja, ich weiß gar nicht, ob man die dann überhaupt noch leveln kann im Laufe der Zeit. Ob das hier geht, bei Fallout 4 geht's ja. Und dann hättest du ja schon 7 Level in jedem Fall quasi zusätzlich bekommen, ne? Also 7 Level-Ups. Das heißt, dass also erst ab dem 8. Level wird sich das im Prinzip bemerkbar machen, ne? Verstehst du, was ich meine? Du bekommst Special Level auch, wenn du Level-Ups machst. Ja. Also das ist auch muss man so aber ausgeben, den Punkt dafür. Genau. So, dann das ist hier, glaube ich, Melee Damage brauchen wir nicht. Jinxed. Action Points quicker. Was haben wir noch? One-Hander. Ah, okay, das heißt, das ist für Pistolen super skilled. Oh, since you've spent more time improving your skills than a normal person, you start with better skill levels. The trade-off is that you will gain experience slower. Das könnte man natürlich kombinieren. Dann würde man wirklich weniger Punkte kriegen. Aber wir würden ganz gut reinstarten. You can't carry as much, but you're more agile. Also okay. Ich nehme in jedem Fall jetzt mal... Wo sind wir denn? Gifted nehmen wir mal. Jetzt für die Specials. So, und jetzt könnte man sagen... Wenn wir, dadurch, dass es die Demo ist und wir jetzt erstmal mal so reinspielen, ich weiß nicht, ob wir sie durchspielen oder wie lange das ist, würde es ja vielleicht Sinn ergeben, wenn wir jetzt Skilled machen, weil sich das dann ja erst nach hinten raus so wirklich bemerkbar macht. Ne? Je länger das Spiel dauert, desto nerviger ist der Skill, wenn ich es richtig verstehe. Das heißt, wir machen das auch mal. Ist ja in der Demo vielleicht eine ganz gute Idee und akzeptieren das so. So, das ist noch nicht vertont. Aber Nicola, du sagst, das wird quasi nachgereicht, ne? Ja, die haben schon was aufgenommen tatsächlich, aber die haben es jetzt nicht mit in die Demo genommen, weil sie noch sehr viele Sachen aufnehmen müssen und da noch Dinge fehlen. Ja, und es geht mal wieder hier um Trinkwasser. Ja, das ist genau das Klassiker. Die Fallout 1 Story ist einfach, dass das Purifikationssystem, heißt es glaube ich, im Vault 13 ausgesetzt hat und man muss jetzt einen neuen Chip besorgen. Und das ist, müssen wir aus einem anderen Vault holen. Mhm. Die kennst du das schon, die Position? Der ist leider auf der anderen Seite der Map. Da musst du jetzt hingehen. Das ist kein Problem. So die Story vom Spiel. Ja, in Fallout 3 war es dann ja auch... Stimmt, da war es ähnlich. Der, ne? Gag, ne? Ja. Da ging es ja auch im Prinzip um Wasser am Ende des Tages. So, kann ich mich hier reinhacken? Nope. So. Genau, so ist dann auch der Start von Fallout 1 gewesen. Man verlässt quasi den Vault. Jetzt sicheres, ja. Unterschlupf und dann. Genau. Fallout 1 und 2 waren ja so Top-Down-Perspektiven, ne? Also. Hatten jetzt nicht eine First-Person-Sicht. Das ist das Spektakuläre. Dass man. Wow. Wie bitte? Schon ziemlich cool, jetzt diese Höhle zu sehen, die man aus Fallout 1 kennt von oben. Jetzt quasi aus First-Person ist schon ziemlich cool. Ja, die Frage ist, was müssen wir jetzt hier überhaupt alles looten? So? Ich sag mal, es kommen relativ schnell Gegner, so wie ich es in Fallout 1 in Erinnerung habe. Also sich irgendwie mit einer Waffe ausrüsten. Oder vielleicht hast du ja schon eine, ich weiß gerade nicht. Das können wir ja mal checken, was wir haben. Oh ja, wir haben eine Pistole. Die können wir mal auf die 1 legen. Und dann haben wir noch ein Combat Knife, falls uns die Munition ausgehen sollte. Oh, wir haben
Wir haben ganz gut Munition. So, nehmen wir die schon mal in Anschlag. Aber erstmal gucken wir hier in diesem Raum. So, jeder, der Fallout 4 spielt, der weiß, ey, niemals einen Office-Desk-Fan liegen lassen. Warum? Weil die ja, Bestandteile haben, die man sehr gut gebrauchen kann. Ich weiß aber nicht, wie es in diesem Spiel ist. Oder? Spratz. So, jetzt habe ich mal Wetz... Oh, angemacht. Und sie zerspratzt. Das ist schon sehr viel Blut, aber wir haben nicht mal Bloody Mess. Wenn wir jetzt Bloody Mess hätten, dann würde das im Zweifel noch schlimmer aussehen. Oh, jetzt habe ich natürlich zu einer denkbar ungünstigen Zeit nachgeladen. Was ist das Vieh? Ist wieder abgehauen? Da war doch gerade noch sowas. Egal. Oh, hier, es dürfte Munition sein. Der Fire Extinguisher. Ja, auch Wonder Glue ist zum Beispiel auch eine sehr wichtige Komponente in Fallout 4. Aber wie gesagt, auch das hier, die Oil, alles was so Oil ist, ist immer gut. Auch ne, hier wieder noch so ein Ventilator. Hier war auf jeden Fall noch ein Rattengesicht. Kann ich nicht sagen, ob mir das in diesem Spiel was bringt. Wo bist du denn? Noch ein Ventilator. Ich nehme sie einfach mit. Aus alter Gewohnheit. Da unten ist noch eine Ölkanister. Hier auch. Pff, wahrscheinlich brauche ich das alles nicht. Und wird es irgendwann wieder auch Lightbulbs. Ist auch ganz interessant. Da! Oh, da kommt sie angesprungen. Die sehen ja schon ganz schön eklig aus. Diese Albino-Nager. So, jetzt gehen wir hier, aber ich dachte, ich müsste eigentlich diesen Knopf da drücken. Aber ich musste, warte, wir müssen jetzt einmal zurückgehen. Weil ich jetzt mal gucken wollte, was mit diesem Knopf ist. Ich dachte... Ah, okay, das heißt, ich... Ja, ja, okay. Wir sind dann schon richtig, hier geht's weiter, wir müssen durch die Höhle. Das ist ja auch so ein bisschen ein Kritikpunkt bei vielen Fallout-Fans, die die alten Teile gespielt haben, dass eben diese rollenspielerische Tiefe eher abgenommen hat mit den fortschreitenden Teilen. Und dass da die ersten beiden Teile halt sehr viel zu bieten haben. Deswegen mögen ja auch viele so New Vegas ein bisschen... mehr als Fallout 3, es ist ja von Obsidian dann auch. Und es unterscheidet sich schon in den Quests und warte, nicht so viel Zeit. Aua, ich hab den abgekriegt. Also wenn man so ich weiß noch, wie ich in dieser Höhle tausendmal gestorben bin, weil ich das nie hinbekommen habe, vernünftig zu kämpfen im ersten Teil. Da ist dieses 3D-Ding schon deutlich praktischer. Ja, auch nicht getroffen. Oder? Das Ding da lebendig? Nee, tot. Ja, also auf Konsole musste man natürlich Fallout 3 mit Wets spielen. So, völlig klar, weil man das nicht als Shooter spielen kann. Red Poison ist da eigentlich ganz gut gegen die Leute hier. Und deswegen musste man da viel auch skillen, was so die Anzahl der Aktionspunkte, Regenerationsrate der Aktionspunkte und so weiter angeht. Das war überlebenswichtig. Auf PC, wo man mehr Frames hat, wo man das als Shooter spielen kann, kann man auch anders skillen. Da kann man sich das ein bisschen sparen. Und ich mach's jetzt nicht, weil... Ich spiele jetzt mit Wets einfach, weil es Spaß macht. Ich liebe Wets irgendwie, es gehört für mich das auch ein Stück weit dazu, zu einem Fallout-Erlebnis. Oh, guck mal, das ist jetzt wieder zack, wo es darum geht und das können wir jetzt machen. Obwohl, das hätten wir von Anfang an machen können wahrscheinlich, aber wir haben ja ein bisschen geskillt extra in Schloss knacken. Da geht es jetzt weiter, was ist... Okay. Ist jetzt hier nur eine Höhle? Ja, müsste eigentlich. Wonderglue, ich nehme das mal mit.
Redex, Stimpak, sehr gut. Zu Beginn sind Stimpaks echt wichtig. Ein paar Sachen mal eingepackt, irgendwann werden wir nichts mehr tragen können. Huch. Oh, dumm. Okay, ist da noch drin? Da. Alles ist wichtig. Alles kann wichtig werden. Also es ist gut, dass wir direkt die Pistole haben zu Beginn. Da sind noch mehr von diesen Ratten, ey. Ob ich die jetzt alle umschieße oder nicht, das wahrscheinlich ist es nur Munitionsverschwendung, aber ich muss ja natürlich hier mal reingucken. Cave Red. Ich mag ja auch diese Wiederholung dann, ne? Also, oder diese Kamerafahrt einfach. Bei, das gehört für mich auch dazu. Das war bei Fallout 3 immer so der geilste Spaß, wenn du in der U-Bahn, in einem super dunklen, oh, ich habe keine Dings mehr. In einem super dunklen U-Bahn-Tunnel. Hallo? Einen super dunklen U-Bahn-Tunnel, wollte ich sagen. Dich an so Ghouls rangeschlichen hast mit einer Hunting Rifle und hast dann eine Sneak Attack gemacht und dann kam immer diese Kamerafahrt mit der Kugel in den Ghoul rein. Das hat einfach Style, das hat einfach Spaß gemacht. Deswegen, ich bin eigentlich schon ein Fan von Vets. Ich spiele gerne mit Vets. Pre-War Money ist auch immer sehr wichtig, weil es wiegt nichts und hier komme ich nicht durch. Kann man entweder recyceln für Cloth, also so für Stoffe oder so, oder man kann das verkaufen bei einem Händler und die, wie gesagt, dadurch, dass sie nichts wiegen, müllen die einem auch nicht das Inventory zu und dann könnte man im Zweifel damit Munition oder sowas tauschen. Warte mal ganz kurz, hier kam ich her. Einmal orientieren hier. So, jetzt gibt es hier zwei Richtungen, links und rechts. Da war, glaube ich, da müsste es eigentlich hier weitergehen. Da sind auch wieder neue Freunde. Dadurch, dass sie immer so... Ja, die sind unangenehm zu treffen, die Freunde. Weichen immer so aus. Der hat schon ein Loch in der Wirbelsäule gehabt. Sehr zäh. So. Tschüss. Okay, danke. Ganz schön viel Munition schon verbraucht. Hier liegt eine erste Leiche. Oh. Ah ja, einen Schlüssel nehmen wir natürlich sehr gerne. So, da geht's raus. Warte mal, jetzt gucken wir aber noch hier einmal. Wahrscheinlich können wir da jetzt das Tor öffnen. Ich wünsche, ich hätte Fallout, ich hätte mehr Erfahrung in Fallout 1, weil dann könnte ich jetzt viel besser einen Eindruck geben. Ach so, vom, das halt, wie nah das am Original ist. Das ist natürlich eine Information. Kann ich das vielleicht von hier zerschießen? Nee, ne? Also bisher sieht es ganz gut aus. Ja? Wollte schon sagen. Das ist schon, man kennt es jetzt nur von oben, von der Vogelperspektive, aber wie die Höhle aufgebaut ist, müsste passen. Warte. Ich muss da wahrscheinlich da rein oder dieses Tor öffnen. Aber von der Seite komme ich nicht rein. Ich muss von der anderen Seite kommen. Hier unten waren wir schon. Okay, warte. Hier ist ja auch nichts gewesen. Und da hinten ist auch eine Sache. Also ich glaube, wir sind grundsätzlich schon richtig.
Da kamen wir her. Das ist der Vault. Hier ist ja auch nichts weiter. Da kommen wir nicht rein. Das ist nur optional. Also wir müssen bei der Tür. Wie mache ich das denn? Wie kriege ich diese Kette da weg? Ich muss von der anderen Seite kommen. Hier müssen wir sehen. Ah, warte mal. Hier geht's noch weiter. Ah. Okay. Aber hätte ich da nicht auch irgendwie hingehen können noch? So, das ist natürlich jetzt so der erste Magic Moment. Wenn man rauskommt, das ist in Fallout 3 auch so, da kommst du natürlich aus der Vault und hast da ein bisschen Zeit verbracht. Hier kommt man erstmal so aus der Höhle, man hat den Vault nicht wirklich kennengelernt. Aber trotzdem, alles ist noch so unscharf, weil man natürlich die Dunkelheit gerade verlassen hat und dann sieht man zum ersten Mal die Welt, die sich vor einem ausbreitet. Das ist schon ein geiler Moment. Absoluter Magic Moment. Wie sieht's hier aus? Alles ein bisschen grün, ja. Oh ja, deutlich mehr los. Ich glaube, in Fallout 1 war es so, du bist auf der Weltmap gelandet dann, wenn du die Höhle verlassen hast und konntest dann quasi Orte aussuchen, die du schon kennst. Und dann bist du dahin gereist, automatisch, mit einer Figürchen, die sich über die Weltkarte bewegt. Und dann gab es Random Encounter. Die gibt es natürlich hier gar nicht mehr. Hier ist alles natürlich in einer großen Open World. Da ist dein Ziel. Mhm. Aber vom Aussehen her müsste das ja passen eigentlich. Ah, schon nice. Also deswegen, das ganze Ding hier, was du hier siehst, das ist schon, ja, das kennt man natürlich nicht aus Fallout 1. Ja, man muss ja auch bestand alles aus kleinen Maps. Ja, also das ist halt, Fallout 4 ist halt einfach eine andere Basis, ne? Guck mal, ja. Ist das hier vielleicht der Eingang, bei dem wir gerade standen? Und hier ist die Tür, wo wir jetzt reinkommen können. Das ist es doch, oder? Jetzt haben wir natürlich nochmal eine kleine Ladezeit. Aber jetzt sind wir in dem Raum, den wir gerade nicht betreten konnten. So. Und der ist natürlich schon sehr verlockend. Können wir auch jetzt die Kette lösen? Und haben uns quasi einen kleinen Shortcut dadurch freigespielt. So. Oh. Hör mal, wie viel gibt's denn von denen eigentlich? Bin ich nicht bald mal vertrieben? Oh. Wie die einem auch anspringen. Oh. Ey, okay, einfach miserabel geschossen. Boah, die fressen halt jedes Mal ein, zwei Kugeln teurer Munition, die sehr spärlich gesät ist zu Beginn. So, hier waren wir ja alles, haben wir, glaube ich, soweit alles abgeguckt. So, wir müssen in den Osten. Zu unserem Questziel. Guck mal, das, also ich kann doch jetzt nicht jedes Mal. Das ist eigentlich, wenn ich den am Messer. Okay, das ist die viel bessere Alternative. Ich werde die einfach messern. Chat hat recht, du hast auch einen Schlagstock aufgesammelt. Ja, ich weiß. Auch verwenden. Aber ich weiß nicht, ob der besser ist als die. Als das Messer. Das stimmt. Vielleicht mehr Reichweite. Guck mal, der hat. Ja, beide machen gleich Damage. Das ja. Combat Knife ist auch ein bisschen. Hat ist schon besser, ja. Also ist zumindest deutlich zumindest wertvoller. Ob es jetzt besser. Ich lasse jetzt mal allein. Ich muss in ein Meeting. Viel Spaß noch. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, es bleibt alles stabil und helfen auch. Ja, wir werden sehen. Wir gehen jetzt mal Richtung Osten. Und ich finde, wir sehen direkt hier die Vegetation. Sieht auf jeden Fall sehr viel anders aus. Im Osten wartet die erste Quest. Weiß auch nicht genau, wie lange die Demo ist. Aber neuer Fallout-Content ist immer guter Content. Umgestürzte Bäume. Was ist da hinten? Am Ende der Straße. Ist das ein Flug? Nee, das ist ein LKW oder was ist das? Ja. Bei dem System ist das Problem beim Zielen. Pip-Boy rein, raus, abdrücken, triffst du zu 100%. Ah, okay.
Du meinst, weil er dann den Gegner zentriert? Ah, ich verstehe, was du meinst. Ja, das ist natürlich an der Grenze zum Cheesen. Aber warum nicht, ja, wenn das Spiel das erlaubt? Er ist immer noch genau an der Grenze, ne? Wir müssen nach da hinten. Vault 15. Wir wollen ja auch ein bisschen was von der Welt sehen, oder? So, hier ist auch ein Weg, der nach Osten führt, den gehen wir mal entlang. Ist noch nicht sehr belebt hier, diese Gegend. Bis auf die Ratten. Da ist ein kleiner Hochsitz. Wobei das eigentlich ein großer Hochsitz ist. Oh, das ist ein, was ist das für ein Hund? Young Wolf, okay. Der sieht richtig gruselig aus, finde ich, der Wolf. Boah, der ist schnell auch vor allem. Ah, ist klar, kommt der. Oh, das war so massiv dumm. Ich habe mich weder geheilt noch gesaved. Das kommt in die Kategorie sehr dumm. Ich spare mir mal die Munition. Das passiert mir fast immer beim ersten Mal, dass ich nicht safe und vergesse mich zu heilen. Weil ich einfach so sehr im Spiel bin, dass ich dumm werde. So, mir sind die jetzt egal. War das da hinten der Hochsitz? Oder war das ein anderer? Wir gehen jetzt diesmal querfeldein. Da decken wir vielleicht ein bisschen mehr. Dafür haben wir jetzt wieder volle Munition, die wir zuvor verschwendet hatten. So, das nehmen wir mit. So, doch, das war das. Wir sind hier die Straße lang gelaufen. Nach unten lang, aber da sieht man nichts, ne? Also da sieht mir nicht danach aus, dass da irgendwelche Siedlungen wären oder irgendwas Spannendes. Hier hatten wir drei Sachen, glaube ich. Zwei, drei Sachen, die man mitnehmen kann. Also, ich stelle fest, diese Hunde sind ganz schön stark und sie kommen vor allem, wie sich das für Hunde gehört, im Rudel. Und wenn man hier sprintet, auch wenn kein Gegner da ist, werden trotzdem Aktionspunkte abgezogen. So, wir können ja noch gar nichts hier. Wir haben da, genau, da ist der Hundimann. Versuch mal, ihm die Beine kaputt zu schießen. Wenn er nicht mehr laufen kann. Die Vorderbeine, so die. Oh. Ja. Alter, der aus. So, wir sind schon direkt, ein Biss hat gereicht und wir sind schon ziemlich kaputt. Und wir haben 8 Stimpacks, das ist relativ gnädig. Young Wolf. Was ein Kraftpaket. So, wir wissen aber, dass hier noch ein zweiter junger Wolf herumstreunert. Wir wissen nur nicht, wo. Da
Deswegen schlage ich mich hier mal durch die Büsche. Da ist der zweite. Oh, der hat einen Totenkopf. Das bedeutet, er ist auf jeden Fall ein ernstzunehmender Gegner. Wir könnten jetzt ihn weiträumig umschleichen, aber ich will ja oben auf den Turm rauf. Der ist auf jeden Fall noch ein bisschen zäher als der andere. Einfach komplett abgehauen. Der ist da runtergefallen. So. Da kommt er entlang gewetzt. Haha, I have the higher ground. So, okay. Also das ist schon eine gefährliche Begegnung hier mit diesen. Die droppen nichts mal. Nicht mal was. Zu Beginn, ne? Das ist man sehr fragil. Man hat wenig zu bieten. Wenig Munition. Keine gute Waffe. Wenig Leben. Wenig Stimpacks. Das ist schon alles nicht so einfach. Da liegt irgendwas. Das ist hoffentlich tot. Guter alte Trick ist natürlich die ganze Zeit die Wetz-Taste zu hämmern. Weil sobald irgendwas in der Nähe ist, wird man drauf fixiert. Ist das eine Falle? Würde nicht ausschließen, dass es eine Falle ist. Oh, ich habe ein bisschen Angst. Ich weiß jetzt nicht, was der macht. Gar nichts. Aber es ist schon ein bisschen bedrohlich, oder? Findet ihr nicht auch? Wie der da so klappert mit seinen roten Augen. Da, was hätte ich nicht gebraucht, glaube ich. Oh, zwei kleine Bier. So. Und da geht's. Wobei, wir können erstmal den Ausblick nochmal kurz genießen. Sehr viele Hügel. Da ist ein Farmhaus im Süden. Wir wollen in diese Richtung, in den Osten. Aber dieses Farmhaus, da können wir uns auch mal angucken. Fallout, da geht es um Entdeckung. Ne? Da geht es darum, Geheimnisse aufzuspüren, Abenteuer zu erleben. Die Quests sind einfach nur Abenteuer im Abenteuer. Aber hier sieht man den Feind nicht so gut. Wenn jetzt hier irgendein Wolf oder ein Bär oder eine Todeskralle rumläuft, durch die Bäume sieht man nicht. Deswegen drücke ich immer die Wetz-Taste. Da ist die Farm. Man ist sehr, also sehr einsam hier, ne? Keine anderen NPCs, nur so komische, ekelhafte Gegner wie die Lesser Mole Rat, die natürlich hier beheimatet ist. So eine schöne alte. Ich meine, das ist eine Mine, das ist gar keine Farm. So, das ist jetzt diese Mole Rat. Ich werde gar keine Munition mehr an die verschwenden. Hier könnte es halt auch Ghouls geben. Cave Rat. Ich hau die jetzt erstmal alle so weg. Doch gut. Spart man Muni. Ja, wenn ich nur wüsste, ob sich das lohnt, die hier alle. Huch, der hat drei Bottlecaps gefressen.
die Sachen alle einzusammeln. Ich kann mir vorstellen, dass das überhaupt nichts bringt. So, da geht's wieder raus. Da geht's nach oben. Da ist noch eine Cave Red. Ne, die ist weiter unten. Nuka-Cola nehmen wir immer mit. Ah, das wollte ich gar nicht. Ja. Wasserturm? Ne, ist es ein Wasserturm oder Getreide? Silo. Ist ein Wasserturm, oder? Ja. Oh, sind es Zigaretten? Nehmen wir immer mit. Wiegen auch kaum was, haben aber einen guten Wert. Das ist eine Cave Rat. Das Messer funktioniert gut. Ah, ein bisschen Munition, sehr gut. Mit diesen Maschinen kann man in Fallout 4 Munition herstellen oder andere Sachen. Es gibt so Kopiermaschinen. Die kann man bauen im Spielverlauf und dann kann man alle möglichen Gegenstände entweder kopieren lassen oder eben halt Munition herstellen. Und so, da geht's raus. Ich glaube, die anderen Türen dürften eigentlich auch nur noch draußen führen. Ja, Mann, hier geht's auch einfach raus. Ah, ne, da geht's in die Mine rein. Haha. Und da geht's in die Mine rein. Könnte jetzt ein bisschen gefährlich sein. Wir werden sehen. Okay, das ist Cave Red. Wir bleiben beim Messer. Das sieht aber nice aus. Diesen Minenschacht hier, das gefällt mir. Bisschen wenig Gegnertypen bislang, wie gesagt. Da ist wieder so eine Ratte. Was noch so eine Ratte? Steak. Oh, gleich mehrere. Hier kriegen wir Radioaktivität verpasst durch diese Fässer da hinten. Ich sehe jetzt erstmal nichts. Ich glaube, da müssen wir nicht hingehen. Gehen wir hier lang. Noch mehr von diesen Ratten. Oh, die buddelt sich da aus dem Staub, oder? Nee. Noch mehr von den alten. Aluminium ist immer sehr wichtig. Ich glaube, wir brauchen das hier gar nicht. Cigarette Karton. Hallo, Cave Rat. Hier ist wahrscheinlich wieder radioaktiv, oder? Das Gewässer sieht mir sehr radioaktiv aus. Oh, hier geht's tief hinab. Och, du Grüne, das ist sehr schwierig, sich hier zu orientieren. Verlauf. Och, du Scheiße, das ist. Okay. Die sehen super aus. Zum Glück vertragen die nicht besonders viel Gegenwehr. Können wir mal gucken, dass wir uns mal ein bisschen was einverleiben, was uns ein bisschen Gesundheit zurückgibt. Wir haben doch... da, Purified Water. Das ist mal sehr gut. Sehr wertvoll. Ich werde das immer alles rausschmeißen. Hier geht's weiter runter. Tja, von wegen, die Tür führt einfach nur raus in den Hinterhof, ne? Crack
Critical Strike. Und eine Lesser Mole Rat. Das ist cool, hier kann man richtig runterfallen. Guck mal, das sind zwei unterschiedliche Gattungen, ne? Das ist eine Cave Rat, das ist eine Mole Rat. Das ist einfach, das eine ist eine Ratte und das andere ist halt so ein Nacktmull. Die sind gar nicht miteinander verwandt, so wirklich. Also die sind eigentlich auch in Konkurrenz, aber die kämpfen Seite an Seite. Haben die sich wahrscheinlich kurz mal geeinigt, dass ich der größere Feind bin. Und haben ihre eigenen Streitigkeiten ruhen lassen. Für eine Weile. So, da geht's wieder hoch. Aber es ist einfach völlig lächerlich. Sich hier zu orientieren ist eine Aufgabe, die ist unmöglich. Nee, nee, da geht's wieder rauf. Ich will jetzt hier erstmal auf der Ebene bleiben oder vielleicht sogar weiter runter. Hier ist Schluss. Hier geht's auch wieder rauf. Aha. Oh. Oh, der lebt noch. Nicht mehr. Da ist nichts drin. Das war Bibi-Munition für eine Bibi-Gun. Also für ein Luftgewehr. Die sind nicht so stark, wie sie aussehen. Das Messer ist richtig gut. Das rettet uns komplett. Ich hätte überhaupt nicht genug Munition, die alle platt zu machen. Guck dich das mal an, so zwei kleine Hiebe. Wieso hat die Ratte Kleber dabei? Das ist Loot oder was? Yes, das ist der Loot. Okay, aber es ist passiert, was ich befürchtet habe. Wir haben zu viel Shit dabei. Lass uns mal gucken, können wir es mal sortieren nach Gewicht, Damage, Accuracy, Value, Weight. So. Das Casual Outfit ist ganz cool. Gibt uns Endurance, Persistence, Charisma. Und der gibt uns ein bisschen Damage Resistance. Das ist besser als das. Ja, auf jeden Fall. Aber Perception und Charisma plus 1 und der plus 1 Endurance. Den sollten wir in jedem Fall. Den sollte ich in jedem Fall aufsetzen. Das machen wir gleich. So. Sind wir immer noch bei Weight? Ah, da war es doch. Weight, genau. So, was kann jetzt hier mal raus? Wir haben so viel Junk hier, genau. Das kann raus. Ja, das ist zwar. Es ist geil zum Looten auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, ob wir das noch brauchen. Rubber Steel. Das sind schon gute Sachen, aber wir müssen uns trennen. Wir haben keinen Raum mehr für solche Sachen, leider. Wie gesagt. Gear Screw Steel, also die sind schon ganz geil. Wieso habe ich nur zwei? Ich habe da voll viele eingesammelt. Oder war das, bevor ich gestorben bin? Ich weiß es nicht. Ah ne, das ist unterschiedlich. Hier, Office Desk Fan und Desk Fan sind zwei unterschiedliche Sachen, aber die geben die gleichen Sachen. So, einfach mal hier die Teddybears, Leather und Claws. So. Jetzt lass uns mal gucken, was das Gewehr so kann. Wo haben wir nicht? Erstmal, okay, das, den Molotov Cocktail nehmen wir natürlich mit rein. So, die Range Master Hunting Rifle packen wir mal dann auf die 3. Hat 18 Schaden, macht die, und hat die .223 Munition. Ist ja nicht schlecht. Die macht 12 Schaden. Die hat ein bisschen mehr Reichweite wahrscheinlich, ja. Ist das hier quasi der Loot des Dungeons? Hier ist das meine Belohnung? Vermutlich. Wo haben wir eigentlich stehen geblieben? VV Hobel, vielen Dank für den Support. Ich muss mal häufiger gucken, was ihr macht. Ich bin schon wieder so eingesaugt hier in die Welt. So, dann geht's hier wieder runter. Muss ich jetzt den ganzen Weg zurück? Backtracking machen. So, da geht's rauf. Aber das ist nicht der Weg, warte mal. Ist das. Das ist nicht dieselbe.
Geschichte, oder? Wo geht's jetzt hier hoch? Nee, das ist nicht dieselbe. Hier ist noch eine. Guck mal hier. Jawohl. Ja, wir müssen leider wieder Sachen hier lassen. Gleiche Geschichte nochmal. Ich muss mich jetzt einfach von Sachen trennen. Das ist jetzt leider so. Ist auch egal. Ich glaube, ich werde das niemals brauchen. Und wenn doch, weiß ich ja, wo ich es finde. So, der ist mir komplett in die Klinge gesprungen. Ich habe aber auch Reflexe. Ah. Ekelhaft. Die ist hoffentlich tot. Einfach mal so ekelhafte Red Roaches geschlüpft. Granite. Oh, yes! Nein, das! Das ist ja fast reingeglitscht in den Stein. Da habe ich Glück gehabt. You've collected an issue of Tumblers today. You've gained +2 Lockpick. Sehr, sehr geil. Ist mir noch besser ein Lockpick. So, und da geht's wieder raus. Da unten ist das Gebäude. Hier sind wir rausgekommen. Interessant, interessant. Hätte man wahrscheinlich auch von dieser Seite kommen können. Das liebe ich so an Fallout. Das sind die besten Geschichten. Sind die, wo man eben nicht nach einer Quest geht und irgendwas mit der Quest im Zusammenhang tut, sondern wenn man einfach durch das Wasteland läuft und dann so Geheimnisse selber aufspürt. Und diese Höhle zum Beispiel, wenn ich jetzt hier so über diesen über diese Klippe marschiert wäre und wäre dann in dieses Höhlenloch reingegangen, dann hätte ich komplett diesen langen Tunnel gefunden und wäre dann da rausgekommen hier in diesem Farmen oder in diesem alten Minengelände. Das wäre natürlich so fürs Erlebnis fast noch besser gewesen, auch wenn es am Ende das gleiche Gebiet ist, aber das macht einfach Spaß. So, ja, ich glaube, das Gebäude da hinten haben wir uns aber noch nicht angeguckt. Das machen wir natürlich nochmal. Da ist auch ein bisschen Redex. Die amerikanische Flagge brauchen wir nicht. Es gibt kein Amerika mehr. In dem Sinne. Ich widerstehe jetzt diesem Loot-Druck und lasse die fantastischen Aluminium-Ölkanister stehen, die in Fallout 4 super sind. So, und hier hatten wir, meine ich, alles gelootet. Okay. Dann könnten wir jetzt weiter nach Osten gehen und uns der Quest zuwenden. Der Himmel sieht schön aus. Schön blau. Ich weiß nicht, wie es hier mit Tag- und Nachtwechsel ist. So, kurz mal einen kleinen Standortcheck. Also es ist noch ein weiter Weg. Wir haben nicht viel zurückgelegt bislang. Ich drücke jetzt alle paar Meter auf F5, das ist schnell speichern. Oh, scheiße. Wieder nicht aufgepasst, aber ich habe zum Glück mega gut gesaved. Weil ich sehr clever bin. Oh fuck, es hat überhaupt nicht geklappt.
Man ist sehr, sehr schnell hinüber. Ho, ho, ho. Droppen nicht mal irgendwas. Das ist echt. Gefährlich, 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 gefährlich. Was ist hier mit einem Level Up? Wann kriege ich eigentlich ein Level Up hier? Dauert voll lange. Ich bin immer noch Level 1. Obwohl ich schon sehr viele Gegner gemessert und gekugelt habe. Das dauert, bis man hier levelt. Möglicherweise hat das auch was mit den Perks zu tun, die ich ausgewählt habe. Ich weiß nicht mehr genau, ich dachte, das bezog sich nur auf die Anzahl der... Obwohl doch, die Anzahl der Erfahrungspunkte, ja klar. Doch, das hat wahrscheinlich tatsächlich mit den Perks zu tun auch. Haben wir eigentlich Intelligence jetzt schon 10? Ja. Hm. Was ist da hinten? So ein Maulwurf. Also sehr karg, ne? Nicht viel Leben bislang. Oh, fuck. Sprach er und... Oh. Nerv. Schwarze und rote Ameisen, Fühler an Fühler. Was habe ich denn hier noch, was nicht gerade ein Stimpack ist, was mir gerade mal helfen kann, sowas. Wüst und leer, da ist wieder so eine Schabe. Meine ganze Familie. Was hat 3 Sekunden gedauert und die ganze Familie ist nicht mehr. Was denn? Wieso hat der ein Silver Locket? Der hat Menschen gefressen. Bisschen Red Dead Redemption Vibes. Oh nein, ein Skorpion. Das ist schwierig jetzt und es wird langsam Nacht. Was die Sache auch nicht leichter macht. Mit diesem Skorpion muss ich mich gerade wirklich nicht anlegen. Also mir gefällt das visuell wirklich gut, weil das was komplett andere, was anderes ist, wie ein anderes Biom. Das sieht auch gut aus, finde ich. So diese Weite, das ist wirklich wie so ein Western-Spiel. Die Einsamkeit kommt sehr gut dabei rüber. Fallout 4 ist sehr dicht besiedelt, im Grunde ist immer überall irgendwo was. Ob es jetzt Supermutanten sind oder Ghouls oder irgendwelche Siedlung, die man selber gebaut hat. Man hat das Gefühl, man ist nie weit von irgendwas entfernt. Hier hat man einfach nur eine Weite. Hier ist niemand außer uns. Die Musik ist auch gut gemacht. Wie weit sind wir schon gekommen? Ja, Hälfte so, ne? Also, ihr seht, es ist eine weite Reise, die man vor sich hat. Ich gehe einfach jetzt in einer geraden Linie.
Bergauf, bergab. Ich kann mir vorstellen, auch wenn die Einsamkeit vielleicht Konzept ist, dass im Laufe der Entwicklung da auch noch mehr dazukommt. Vielleicht irgendwelche NPCs. Neue Gegnertypen, irgendwas. Oh, was ist das? Schaut mal, ein riesiges Fort. Boah, alter Schwede. Man muss fairerweise sagen, ich habe angefangen, ne? So, gucken wir uns das Fort jetzt an. Wie weit mag das weg sein? Auf halber Strecke, wir sind ja fast da. Ist schon ganz schön weit weg. Was ist das? Ist das eine Stadt? Ist das ein... Sieht aus wie ein Fort. Das hat so Mauern und ein paar Türme. Gucken wir uns an. Der Mond steht voll rund gefressen am Himmel. So, hier müssten noch eigentlich NPCs sein. Wo ist der Eingang? Ja, ist jetzt die Frage, gehe ich links, gehe ich rechts? Oh, vielleicht kommt man sogar von hier irgendwo rauf. Guck mal. LOL! Okay, eine Brahmin-Farm. Okay, der ist freundlich. Ha, ah, warte mal, ich sollte mal ganz kurz, ich hoffe mal, dass der freundlich ist. Das sah auf jeden Fall gerade so aus. Ich sollte mal meinen Postman-Hut hier aufsetzen und mein Casual-Outfit. Hallo, wollen wir uns unterhalten? Ich habe jetzt schon Charisma richtig viel. Shady Sands, hallo. Got any Brahmin Burgers? I will work for food. Okay, alles klar. Die sieht ein bisschen Star Wars mäßig aus, oder? Diese Behausung. Hallo. Stranger. Dankeschön für diese... Oh, okay. What's the deal with this place? We are a true community. We all work and share together. How do you survive out here? Who's your leader? How do you survive out here? We have farms and irrigation and we herd Brahmin. Everybody contributes. Who's your leader? Aradesh is our current elder. With his experience, he helps to lead the community. Alles klar, dankeschön. Vielleicht warten hier Quests auf uns. Ich muss mal ein bisschen Beleuchtung anmachen. Gehen wir einfach mal rein da. Sind wir auf Tatooine? Ja, sieht ein bisschen so aus, ne? Ich werde hier nichts klauen, oder? Ja, es wird mir als Diebstahl ausgelegt. Ich rühre hier nichts an. Vielleicht, wenn ich mich hier beliebt mache. Ist ja auch bei Fallout oft so, dass man dann sein eigenes Haus in einer Gemeinschaft erhält, wenn man ein paar Quests macht und nett zu den Leuten ist. Okay, welches Haus? In dem Haus war ich gerade, ne? Kann ich irgendwo schlafen? Meine Pip-Boy-Lampe ist doch relativ mickrig gerade. Oh, ich kann hier schlafen. Ich schlafe hier sowas von in diesem kleinen Bett. Bis zum nächsten Morgen. Das ist ja ganz schön lange noch. Ist ja schon so früh dunkel hier. Lass uns mal schön, warte mal, 8 Stunden, was ist 9, 10, 11, 12? 5, ja, komm, wir schlafen mal. Bis um 6. 9 Stunden Schlaf, das ist richtig gut.
Oh, wir haben's. Oh, ach, ey, so gut kennen wir uns doch gar nicht. Die hat sich einfach knallhart zu mir gelegt. Oh, das ist ja auch nice, wie der Schatten hier reinfällt, oder? Guck mal. Guten Morgen, guten Morgen. Hier sind die Brahmins. Die sind ja ganz gut bestückt mit Brahmins. Ich weiß gar nicht, warum die so hungrig getan hat. Alles klar, ich darf die Mudfruits hier ernten. Das mache ich natürlich total gerne. Vielleicht kann ich denen die sogar verkaufen dann. Das ist immer das Allermieseste. Ich klaue deren Früchte. Die komplette Jahresernte nehme ich denen einfach weg. Und dann verkaufe ich die denen. Ja, alles meins. Hallo, Curtis. Good day. Hello. What can I do for you? Weiß ich nicht. What's your name? What can you tell me about your village? What's your name? Curtis, offensichtlich. Steht da doch. Okay. Wir starten nochmal von vorne. Our village is small, but we support ourselves. Aside from the attacks by raiders and the occasional... Das ging schnell. Ich meine, die sind schon sehr gut geschützt. I'm a farmer. We irrigated the desert many years ago, although the wasteland... Das ist... So, okay. Das Dialogsystem ist noch ein bisschen... Überarbeitungs... würdig. Was wollte ich sagen? Ja, also diese Mauer ist ja eine geile Idee, bis auf die Tatsache, dass man da auch über Bäume einfach überjumpen kann. Aber ansonsten gute Idee. Hier ist ein Lagerraum. Wir dürfen nichts klauen, ist klar. Uff, das klaue ich. Okay, Tür zu, niemand sieht mich. Ist mir egal, jetzt werde ich zum Dieb. Weil diese Magazine nehme ich mit. Achso, das war gar kein Diebstahl. Sehr schön. In diesem Magazin kann man immer Skillpunkte erhalten. Deswegen, die sind wirklich gut. Die muss man immer schön mitnehmen. Auch wenn sie einem ursprünglich nicht gehört haben. So, da kommt die Sonne raus. Schaut mal. Die ist einfach nur ein Peasant. Wir wollen jetzt mal mit dem Anführer sprechen. Aragash. Oh, vielleicht ist er auch ein Brahmin. Vielleicht ist Aragash auch ein Brahmin. Können ja noch ein paar Maiskolben auch klauen. Kann man auch dann Gutes zu essen machen. Kann sich selber was zubereiten. So, gehört jetzt alles mir. Hier wäre der eigentliche Eingang gewesen. Keine Ahnung, ob ich da so leicht reinkomme. Wie ist dein Fazit bis jetzt? Gut umgesetzt, fragt Schwimmbutz. Also mein Problem ist, dass ich wirklich nicht so die präsenten Erinnerungen an Fallout 1 habe. Was sehr hilfreich wäre, bevor man so ein Spiel bewertet. Ich finde es aber grundsätzlich auch ohne dieses Wissens sehr, sehr gut gemacht, weil das komplett anders aussieht. Die Welt hat einen ganz eigenen Flair, es fühlt sich ganz anders an. Hier diese Wüste, diese karge Wüstenlandschaft, das alleine gefällt mir. Die Architektur der Gebäude ist anders. Okay. Ach, hallo Ian. Kann ja mit allen reden, aber ich will jetzt erstmal mit Aragash reden. Agatha? Was ist der Chef? Chef? Wo mag er sein? Huch. Okay, das muss der Chef sein. Jemand anderes ist dazu nicht in der Lage. Okay, das war ein lustiger Trick. Katrina.
Welcome to Shady Sands, Traveler. My name is Katrina. My job is to greet strangers and help them understand our village. Tell me more about yourself. My life was very boring. I was raised in a vault. I lived there for many years. Unfortunately, we were crowded and life was very bad. There was a schism and many people left, taking with them the best equipment. Still, some of us tried to stay in the vault, but then we were attacked. I was hurt and ended up here. Now I try to help the people. Ja, okay, das ist eine gute Geschichte. Ich komme auch aus einem Vault. Wir brauchen frisches Wasser. That's what we need. Okay. I know very little of the outside world. I escaped from a vault when it was attacked. Unfortunately, I was very hurt and do not remember much of what happened. But Dharma was watching over me and I was found by the people of Shady Sands. I live here now. Have you spoken with Ian yet? He's a merchant guard who was hurt. He's recovering in the guardhouse over there. He's more widely traveled man. Also hier wäre ich ja eigentlich reingekommen, ne, wenn ich diesen normalen Eingang genommen hätte. Da, das ist der reguläre Eingang. Deswegen steht die da auch, weil die nicht damit gerechnet haben, dass ich einfach mal so den die Stadtmauer überspringe. Leute mit Namen, die haben immer irgendwas zu sagen. Show me what you got. I got a lot of corn that I did absolutely not steal from you. Ammunition is good. Give me ammunition. I want it. Oh, it's very expensive, but I accept. Ich habe nur 3 Mark, kann ich mir nicht leisten. Stattdessen verkaufe ich euch einfach Sachen, wie zum Beispiel my junk. I have a gold watch, which is very expensive. Lass uns das mal nach Value sortieren. Here you can have the gold watch, both gold watches and the silver watch and some of the wonder glue. And you can have cigarettes and now you can have the silver locket and the Privo money. Hier, das ist richtig viel. Yes, 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 yes. And now you can have the silverware and that's good. Okay. So, jetzt habe ich dir ein bisschen was vertickt und werde von ihm das hier nehmen und ich könnte ihm jetzt natürlich wirklich einfach super, super, super frech Carrots, was, okay, einen Groschen kriege ich dafür. Hier, fürs Korn, ich krieg original, das ist ja so lustig. Ich verkaufe ihm wirklich sein Korn zurück. Das ist sehr gemein, das macht ihr bitte nicht nach. Okay? Macht es bitte nicht nach. Und er kriegt, das war's. Wir konfirmieren den Trade. Wir haben Geld gemacht und wir haben jetzt ein bisschen mehr Munition. So ist jetzt der. Ne, das ist einfach nur ein Citizen. Katrina. Guardhaus, hat er nicht gesagt? Ne, Seth, was ist mit Ian? Hat er nicht gesagt, das ist im Guardhaus? Aber da waren wir doch gerade. Hier ist doch keiner. Da wurde ich doch einfach angelogen. Oh, guck mal, die kann ich mitnehmen. Das ist nicht mal Diebstahl. Alles, was nicht rot ist, gehört mir. Nur rote Sachen sind Diebstahl. Das hat sich ja gelohnt. Also im Guardhaus, wie versprochen, waren die jetzt nicht. Ich hatte Ian ja eben schon gesehen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe ihn nicht angesprochen. Ian, da ist er doch. Hello, stranger, you look like you're new here. What's your name? Ja. Oh, was hab ich denn da an? Eine Bluse.
My name is not. Not important. Well, then neither are you. Wow. Das ist ja auch super scheiße unhöflich gewesen von mir. Muss man einfach mal so sagen. Das war eine richtige Assi-Antwort. Der ist freundlich, begrüßt mich hier in seinem Dorf. Da kann ich auch verstehen, wenn man da misstrauisch ist, erstmal grundsätzlich, wenn irgendwelche komischen Leute, die man nicht kennt, kommen und dann sagt man sowas. Also, das ist einfach nicht nett. Gibt's hier Quests? Wir müssen immer noch den Anführer oder die Anführerin finden. Keine Ahnung, wie die aussieht. Alle Leute ohne Namen sind hier nicht relevant. Peasant. Oh, das ist ein Obelisk in der Dorfmitte. Ist das eine Sonnenuhr oder was ist das? Hier sitzt irgendjemand. Achso, das ist einfach nur so ein Dern. Guck mal, wir haben hier so eine originale Frauen, so eine Frauenbluse an. Aber es ist einfach, im Wasteland nimmt man, was man kriegen kann. So. Wo ist denn jetzt der Anführertyp? Die sehen ja alle gleich aus hier. Oftmals lungern die alle auf einem Fleck rum. Das ist Ian wieder. Agatha? Haben wir jetzt mit Agatha schon gesprochen? Das weiß ich gar nicht mehr. Agatha, hatten wir schon das Vergnügen? Agatha? Oh. Thank you for asking. I'm just old. That's all. I cannot sleep at night. I close my eyes, but I get no rest. Okay, ich hätte gedacht, da kommt jetzt vielleicht eine Quest oder so. Ist aber so nicht. Ach. Was ist denn hier der Typ? Der gibt mir doch... So you can... Think you can handle a red scorpion? Ja, ich glaube schon. Ich finde, das sieht aus wie die Behausung eines Anführers. Etwas erhöht und dann noch mit einem... Ach, das ist die Bar, oder? Raslo. Hallo, Raslo. War das der Arzt? Dr. Raslo? Sind Sie ein Arzt? Show me what you got. Oh, Stimpax. Alter Schwede, 110. Sich zu Beginn des Spiels Stimpax zu kaufen, ist so gut wie unmöglich. Das ist... Da ist er! Aerodash. Habe ich dich endlich gefunden. I'm from a small village west of here. I am just exploring and mean you no harm. What is it to you? My reasons are mine to keep. I'm from a wall to the west. My people are dying of thirst and I need to find a water purified ship for them to survive. Ja, finde ich. A vault. How shall I trust you, wanderer, when you are not honest with me? Okay, das scheint er mir erstmal nicht zu glauben. Well, the wall is actually the name of my town. We name it that because it's in between two big cliffs. It's a big place built into a mountain far to the west. My people have been there for the last 80 years. Sind wir mal ehrlich. Wanderer, I shall believe you for now. You might enter shady sands, but be warned your every move, bar. Ja, das, Ehrlichkeit sorgt oftmals für Misstrauen, ne? Junktown lies south of here. Okay. Interessant. Junktown. Great packs of red scorpions are killing our herds. We don't know whether... Ah, okay. Kann ich die vielleicht jetzt eine Quest annehmen? And now the monsters are attacking my people. Russell is trying to find a cure for their poison, but I'm not sure how it goes. I'll help you get rid of these things. I can help you for a price. Ja, hier, das mache ich doch. Well, I'll help you get rid of these things. Yes, yes, please. Talk to Raslo. He possesses far more information on these creatures than I. So, jetzt haben wir eine Quest bekommen. Jetzt müssen wir nur noch schauen, wo Raslo ist. Das können wir am besten mal über die Map. Nee, über die Local Map. Genau.
Ah, nee, ich glaube, wir müssen erstmal das machen. So. Okay, 4 Meter. Der ist ja direkt hier. Ha, verzeihen Sie bitte. Hallo. So. Ein Etiling? Nein. I've been poisoned? Nein. What do you know about Red Scorpions? Siehst du, haben wir auch gemacht. You seem well educated. What are you doing here? Sensitive to light. Okay, das heißt, man sollte am Tag jagen gehen. Thank you. Thanks. Okay. Und was ist jetzt mit der Quest? Stop the red scorpions that have been attacking Shady Sands. That makes no sense. Hier oder was? Was ist da? Da bin ich doch original lang gelaufen. Sehr lustig. Dann lass uns nochmal die Schrotflinte ausrüsten. Die könnte ganz gut sein gegen die Typen. Und dann gehen wir da hin und helfen diesem Ort. Das ist tief im Norden. Nord-Nord-Ost. So, ich hüpfe einfach hier rüber. Kenne ich nix. Geh querfeldein. Nimm mein Messer in die Hand. Marschiere durch die brütende Hitze. Die sind aber weit weg, diese Red Scorpions. Der Ort, der später das Herz der NCR wird, sagte Sari. Red Scorpions sind halt mal richtig widerlich im Early Game, absolut. Aber ich werde das jetzt einfach machen. Lord Stromberg hat mit seinem Abo hier natürlich die Erwartungen auch direkt zementiert, die er hat. Kann man eigentlich hier so... Nee. Diese Red Scorpions. Ich hoffe mal, das ist nur einer. Mehrere wäre schon hart. Kann man da schlafen? Hier könnte man schlafen. Aber wir haben es ja mitten am Tag. Boah, es ist ein weiter Weg. Man kann die Hitze richtig spüren, die hier herrscht. Also es muss hier oben irgendwo... Obwohl, warte, machen wir mal erstmal das. Oh, ist da, guck mal, seht ihr das? Das ist ein Durchgang. Da wird der Red Scorpion Bau sein. Hier liegen schon so Grippe rum, alles klar. Ja, guck mal. Fuck. Tja. Das heißt, die haben ja diese Brahmins auch in ihre Höhle geschleppt. Das ist ja auch außergewöhnlich für so einen Skorpion. Oh, da ist die Höhle erst. Das wird jetzt eine ziemlich große Herausforderung werden. Weil ich natürlich immer noch Level 1 bin. Oder bin ich ja, ne? Das könnte schwierig werden jetzt. Ach, das ist hier. Schauen wir mal. Ne, ich nehme ihn nicht mit. Ich mach das alleine. Dann will ihr nur einen Teil der Anerkennung haben, das mag ich nicht. Ich glaube, ich sollte die Schrotflinte erstmal für alle Fälle.
44 Meter. Ich bin ja nicht hier, um irgendwas rauszulooten. Ich bin nur hier, um die Viecher platt zu machen. Plot Twist, man kann mit denen reden. Oh ne, Plot Twist doch nicht. Wieso habe ich mich denn hier selbst... Okay, das Ding ist mir in die Füße gefallen. So, wer hat jetzt gesagt, ich brauche Ian? Wer war so töricht zu behaupten, ich bräuchte Ian? Muss ich noch einen Beweis mitnehmen? Wahrscheinlich wollen die einen Beweis von mir haben. Ich habe gerade festgestellt, wer will noch Ärger mit mir, dem Skorpion-Töter? Von wegen, willst du nicht ihren mitnehmen? Guck mal, hier ist schon eine leckere Kiste. Ich höre es aber noch schlurfen hier. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich wieder... irgendwas abgeben, was ich eigentlich behalten will. Wie zum Beispiel diese wunderschönen Kanister. Es ist leider die Wahrheit, ich darf das nicht behalten. Es ist einfach nur schade. Tja. Okay, dann... haben wir noch ein paar Gäste hier, die Aufmerksamkeit benötigen. Wie zum Beispiel den Boy dahinter. Oh, der hat mich schon entdeckt. Spratz, Spratz, Spratz. Oh, wir haben ein Level-Up. Kaum etwas Befriedigenderes als Level-Ups in Fallout. Machen wir das doch direkt. Level-Up, also. Wir können uns weitere Perks und weitere Dingsbumsens hier machen. Ich finde... Small Guns... ist relativ wichtig. Das ist ja das, was wir gerade nutzen. Lockpick machen wir mal auf 30 hoch. Und ja, ich glaube, Small Guns ist einfach schon ganz geil. Speech. So, was können wir noch machen? Bonus an Arm Damage. Ninja. Arranged Sneak Attacks. Das finde ich ganz gut. Healer. Aber müssen wir erstmal Medicine auf 40 kriegen. Das ist auch nicht schlecht. Medicine sind wir aber bei 15, das dauert noch ewig. Perception müssen wir auf 7 kriegen. Presence. Ja, wir haben ja noch keinen Companion dabei, ne? Smooth Talker. Ja, Strong Back. Das ist gut. Swift Learner ist auch gut. Ja, das müssen wir machen. Also, weil das Swift Learner muss man, wenn, früh machen.
Da bekommen wir nämlich für jedes Level 10% Bonus. Müssen wir machen. Gar keine Frage. Und hier gehen wir mal auf... Ich mach mal Small Guns. Pumpe ich jetzt mal hoch einfach. Und... warte. Das hat geklappt, hoffe ich doch, oder? Ja. So. Okay, dann... Lass uns weitere Ekelhaftigkeiten jagen gehen. Muss ich nur gucken, dass ich mich hier nicht verlaufe. Die sind näher dran hier. Hier um die Ecke. Oh, das war eine dumme Idee. Ey! Oh, ich hab einfach original meine Finger haben die Taste nicht getroffen. Ach. Das war sehr dumm. Meine Finger haben die Taste nicht getroffen. Warum war das denn so doof? Ja, das nehme ich doch. Jetzt habe ich zwei teure Stimpaks verschwendet. Wobei so ein Silver Knife kann man auch immer gut verkaufen, ne? Duct Tape wahrscheinlich auch egal. So, jetzt haben wir noch da oben so ein weiteres Nest. Hier hoch und warte. Hier lang vielleicht. Wir sollten noch mal was essen. Zwei leckere Karotten, die wir geklaut haben. Da oben lauern sie jetzt am Ausgang, oder was? Oh, ist das hier eine Höhle? Eine Bruthöhle? Oh. Warte mal, hier geht's doch raus. Nee. Schon gewundert, das ist doch der Eingang. Hier lang. Ja. So. Kann ich jetzt hier oben rauf schleichen? Fuck. Ja, das kriegen wir hin. Ah, der ist eh hinüber. Okay, so. Ja, toll. Super. Das ist ja toll. LOL. Habe ich mir selber die Beine weggesprengt. Aber es hat geklappt. Nichts, was ein Stimpak nicht heilen würde.
So. Sind meine, die sind mit explodiert hier, die Granaten. Bibi. Boah. Mehr gibt's hier nicht. Mehr tolle Sachen. Sieht man den Wert von diesen Sachen hier? Oh, Value 55. Guck mal. Okay, das muss ich dringend einsammeln. Ich muss die ganzen Red Scorpion Sachen einsammeln. Die sind ja sehr wertvoll. Gemessen an ihrem Gewicht. Es zählt ja immer die... Also Wert pro Gewicht zählt ja eigentlich bei sowas. Ich habe gerade festgestellt, die haben ja eine sehr gute Ratio. Da muss ich eigentlich nochmal zurücklaufen und den restlichen Kladderadatsch auch einsammeln. Da kann ich richtig Kohle machen. Bei den Händlern. Beine können warten, die laufen hier nicht weg. Ja. So. Lass uns doch nochmal kurz... Oh, diese Höhle ist da wirklich zum Verlaufen, ne? Vielleicht ist es dumm, was wir jetzt hier machen, weil wir waren schon relativ nah am Ausgang. Aber dann habe ich festgestellt, wie viel Reichtum diese wunderbaren Red Scorpions doch beinhalten. Das hätte ich so ein bisschen ignoriert, das war dumm. Ja, hier waren wir schon. Genau. Da können wir richtig Kohle mitmachen, wenn wir das den Händlern anbieten und dafür ein Stimpack kaufen oder was auch immer, oder Munition, das ist schon nicht so doof. Muss ich aber halbwegs merken, wo es lang geht, ich habe natürlich keine Ahnung. Hier geht es jetzt raus. Da sind wir schon. Da ist der Ausgang, komm, ist egal. Keine Lust, da jetzt noch auf die Suche zu gehen. Alles gebrochen, aber Quest erledigt. So sieht's aus. Kann ich jetzt Fast Travel machen? Das würde mich mal interessieren. In die... Yep. Sehr gut. Und wenn ich das richtig sehe, haben wir doch direkt wieder ein Level bekommen. Oder? So, die Waffe stecke ich weg. Ich will ja nicht den falschen Eindruck erwecken. Und... Ne. Kein Level up. So. Wo war der Typ? Du bist einfach nur Seth. Muss ich nicht jetzt eine Quest angezeigt bekommen? Ich werde doch jetzt belohnt, oder nicht? Ich werde überhaupt nicht belohnt. Was ist denn das jetzt für ein Quatsch? Toll. So, Seth. Show me what you got. Beziehungsweise, ja. Lol, der hat das ganze Korn noch, was ich ihm verkauft habe. Ich verkaufe ihm diese Red Scorpion Geschichten jetzt. So, das hier. Und Red Scorpion Meat. Ich weiß gar nicht, ob das für mich auch wichtig wäre in irgendeiner Form. Ja. Oh, warte. Das ist zu viel. Hat er noch irgendwas, was mich interessiert? Ich glaube nicht. Dann gib mir mal was zurück. Pass auf, nee, das geht so nicht. Dann, kaufe ich das jetzt? Nee, ne? Nee, warte, ich mache erstmal Cancel. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt so geklappt hat. Warte, entschuldigen Sie bitte. So, dann machen wir nochmal. Du kriegst, ich gebe dir jetzt Red Scorpion X.
So, und dann gebe ich dir, er hat noch, was hat er denn noch? Er hat nämlich viel weniger, er hat noch 100 irgendwas, 168, naja, machen wir mal so. Achso. Was? 210 hat er, 206. Gut, jetzt könnte ich ihm natürlich... Ne, 6. So wollte ich. So. Hä? Was soll denn das? So. Und so, jetzt. Okay, jetzt haben wir ihm das ganze Geld aus der Nase gezogen. Sag mal. Hat er nicht gerade gesagt, wir haben Level Up? Und wir sind doch auch schon auf... Wir müssen doch noch jetzt ein Level Up machen können. I don't get it. Doch, so, okay. Das war nicht richtig dargestellt. Okay. So, was machen wir als nächstes? Swift Learner 2. Ja, auf jeden Fall können wir nicht. Ach, wir kriegen nur jeden zweiten ein. Alles klar. Dann machen wir Small Guns, pumpen wir mal hoch. Und Lockpick pumpen wir mal hoch. Ich weiß nicht genau, wo die Grenzen sind. Für welche Form Schloss. Also ob das jetzt 25, 50, 75, 100 ist oder so. Dann ist natürlich jetzt 40, bringt mir nichts, aber schon okay. So, man kriegt hier nur bei jedem zweiten Level einen geilen Perk. So ist es halt im Leben. Und ich bekomme auch keine Belohnung mehr von dem Typen, für den ich das gemacht habe, was ich ein bisschen empörend finde tatsächlich. Wir gehen mal hier rein, nochmal in dieses Gebäude. Vielleicht geht da ja noch irgendeine Gesprächsoption. Hallo? Niemand hier? Hallo. So, das ist schade. Alle draußen, bei dem Wetter. Wir müssen auf den Feldern schuften. Aber das... Oder war das das Haus? Nee, das war das Haus hier. Wo die alle rumlungerten, oder? Ja. Please go out of the way. I want to go through. Please go away. Please go away. Thank you. So, wo sind denn die alle? Hier ist der Koch. Da. So, krieg ich irgendeine Form von Anerkennung? Oder war es das? Tja. Nö. Keine... Nicht mal warme Worte, irgendwas. Die sind nicht mal in irgendeiner Form dankbar. Aber so ist es. Was willst du machen? Okay. Also das ist jetzt dieses erste Dorf. Ich hätte mir gedacht, dass da noch mehr Quests lauern. Vielleicht kann ich da auch noch mit weiteren... Huch! Hallo! Guck mal, das ist der Zauberer. Hallo, Raslo! Kannst du mal runterkommen? Was war das denn für eine Aktion? Siehste, da haben wir noch eine Quest. Und jetzt? Hallo? Here, take this as a free sample. It seems to work well against red scorpion stings, of course. Oh, XP. Yo, ansonsten, ey, danke nochmal für die Hilfe, Raslo. Vielleicht können wir kurz nochmal bartern miteinander. Show me what you got. Ich gebe dir, was ich noch habe von den Scorpions. Das neue Album. Heilt mich natürlich auch. Heilt mich 75. Das ist schon nicht schlecht, ehrlich gesagt.
behalte das einfach. Stimpaks sind noch viel zu teuer. Kann ich mir nicht leisten. Okay, dann war es das hier bei dir. Mehr will ich von dir nicht. Hier geht's auch nach oben auf die Terrasse. Komm her. Da ist er. Hallo! Ja, ich würde sagen, wir würden jetzt wieder weitergehen und dann Richtung... dahin. Richtung Vault 15. Das wäre dann so die nächste Station. So, warte. Zeit einmal abzusafen und ein kleines Fazit zu starten. Ja, also das ist Vault 13, die Demo zum Remake, Remastered. Nee, Remastered ist Quatsch, Remake. Von Fallout 1 in Fallout 4. Ich habe jetzt so ein bisschen versucht, im Chat zu gucken, was ihr so dazu gesagt habt, immer mit so einem Auge rübergelunzt und da waren schon einige Kommentare bei, die da auch echt angetan von waren. Es hilft natürlich wirklich, wenn man Fallout 1 gespielt hat, um das dann einordnen zu können, inwiefern das wirklich so ein nostalgischer Trip hier ist und wie die Umsetzung zu bewerten ist. Es ist natürlich nicht so einfach, so ein Top-Down-Spiel mit einer ganz anderen Perspektive dann auf so ein First-Person-Spiel umzusetzen. Aber ich glaube, das scheint ganz gut gelungen zu sein. Wer das richtige Spiel spielen möchte, Fallout 1 gibt es ja auf zahlreichen Retro-Game-Shops wie GOG oder so. Oh, ich werde hier schon wieder angesprochen. Hallo, die verfolgt mich doch. Obwohl ich eigentlich schon alles erlebt habe hier. Genau, falls euch das alles egal ist, dann habt ihr natürlich trotzdem noch eine weitere Mod für Fallout 4, was das Spiel wiederum nochmal beleben kann. Es ist natürlich nicht ganz einfach, das Ding zum Laufen zu bringen. Also ihr braucht da ein bisschen Geduld oder einen Nikola. Und dann läuft das auch. Ich werde hier einfach kleiner gemacht. Nikola macht mich immer klein. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich freue mich sehr über Kommentare. Wie seht ihr das? Wie findet ihr diese Mod? Ist das cool? Ist das Quatsch? Kann das weg oder macht das großen Spaß? Weckt das nostalgische Gefühl in euch? Was macht das mit euch? Schreibt es mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, Leute.